Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Und ich will dir nichts sagen, aber das stört mich tatsächlich echt mittlerweile, dass ich keinen zweiten Bildschirm habe. Aber gut, so viel dazu. Während die hier schön am Wegbrutzeln sind, können wir ja auch erstmal hier, was total unnötig ist, dass hier der Boden geglättet wird. Hier ist kein Dach, trotzdem 7 Grad. Krass. Echt krass. Okay, hier wird repariert. So, gehen wir schnell auf die Kommentare ein, damit ich die Uhr hinstellen kann. Was lernen wir daraus? Relativ am Anfang auch immer gleich ein kleines Krankenzimmer bauen, das nicht von blöden Tieren verdreckt wird und wo in Ruhe operiert werden kann. Nein, das lernen wir nicht daraus. Alles die Gulliats Schuld. Das lernen wir daraus. Das ist so ein komischer... Da ist so ein komischer Penüppel am mittleren Gewächshaus. Kannst du ihn bitte wegkloppen lassen? Wo ist hier ein Penüppel? Der hier? Oder der hier? Der hier bestimmt. Und kloppen wir den mal weg. Jetzt wollte ich schon wie bei Oxygen Not Included hier irgendwie die Priorität auf 9 setzen, aber das geht ja hier leider nicht. Für richtige Medizin könntest du ein Regal unter der Lampe in dem linken Schlafzimmer bauen lassen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Zack. Julius hat sich im Zimmer eingeschlossen. Ist aber ein großes Zimmer. Ja, aber was ist mit kreativen Namen? Willst du den nicht reinlassen? So. Alles löschen. Medizin, Hightech und Medizin. Dann tragt mal den da rein. Wieso ist denn Dr. Wasserstoff am Forschen? Hat er nichts zu tun? Gibt's ja nicht. Wir sind immer noch am Tragen. Funk gehört natürlich nicht in den Forschungsraum. Nein, habe ich auch nicht gebaut. Können am Ende eines Wärmeganges nicht einfach Ventilatoren sein oder funzt die Wärmeübertragung nicht oder nicht gut? Die wird nicht gut funktionieren. Ich meine, wenn man, selbst wenn man mal hier guckt, ne? Hier ist direkt eine Heizung und hier hat man schon einen Gradunterschied. So, wenn ich das jetzt hier mache, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Ventilatoren hinmache, oder dann auch hier direkt dran. Oder dann halt hier. Dann wären das von Verlust. Aber ich habe überlegt, es vielleicht trotzdem irgendwie hinzubekommen. Vielleicht mit Schleusen. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Ich will erstmal das hier bauen lassen, dass erstmal das Grundgerüst steht. Und dann gucken wir, wie es funktioniert. Wir können das mit Ventilatoren dann gerne ausprobieren. So, Turtle HD 44, erster. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, bist du sogar der allererste, der generell einfach mal erster geschrieben hat. Aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Ich habe schon so viele Videos gemacht. Ich glaube, wir haben auch bald die 1000 Videos voll. Na, warte, das gucke ich jetzt auch noch am Handy nach. Wie viele Videos habe ich denn insgesamt gemacht? Also ich habe ja eigentlich schon viel mehr, aber ich meine jetzt, wie viele auf dem Kanal sind. So. Ich kann sogar meine Wiedergabezeit angucken. So, ich habe 91 Abonnenten. Ich habe... Hallo? Wieso sehe ich denn hier keine... Ich hasse das, auf dem Handy nachzugucken. Das ist so unübersichtlich. Ich wünschte manchmal, dass die niemals diese scheiß Handy-Apps erfunden hätten, sondern dass einfach das auf dem Handy genauso aussieht wie am PC. Das wäre viel einfacher. So, hier muss doch irgendwo eine Zahl stehen, wie viele Videos ich insgesamt hier habe. Tut's aber nicht. Weil Handy scheiße ist. Hier vielleicht. Ach, ich muss noch meine... Ich habe 11.517 Aufrufe. Das ist ziemlich viel für 91 Abonnenten.
gibt's doch nicht. Das muss doch hier irgendwo stehen. Also ich weiß, wo es steht, wenn ich jetzt im Internet gucken würde. Aber nicht auf dem Handy. Ich will das jetzt aber wissen. Was war das? Gebiet freigelegt? Oh nö, bitte nicht. Na gut, das war ja abzusehen. Wir machen hier auch mal überall ein Dach erstellen hin. Ist ja eigentlich obvious, aber... Verrücktes Tier Schneehase. Was ist denn da los? Ach so, falls wir rüberziehen. Ich kann hier keine Wand bauen. Na, natürlich kann ich hier eine Wand bauen. Zack. So, machen wir einfach einmal alles schön. Na, warte jetzt. Tusch das Handy mal weg. Ja, dann gucke ich halt wann anders nach. Für mich. Ich habe nur letztes Mal gesehen, dass... also ich gucke immer mal so in meinem Kanal so rum, ob alles in Ordnung ist und sowas. Was... Und da habe ich letztes Mal gesehen, die haben wir wieder geändert. Also man braucht jetzt, ich glaube, 1000 Abonnenten. Und irgendwie so eine 4000 Stunden Wiedergabezeit, um Videos zu monetarisieren. Und da ist mir lustigerweise aufgefallen, dass ich diese Wiedergabezeit, also das, was man dazu gebraucht, schon zur Hälfte habe. Alter, hier ist ja nirgendwo. Hier ist ja... Was ist denn hier los? Hier habe ich es gemacht. Ne, also das fand ich halt lustig, dass ich tatsächlich schon fast etwas dafür erfülle. Fehlen natürlich noch die 909 Abonnenten, aber das ist ja egal. Was ist denn da los? Oh ne, jetzt könnte auch noch das, ey, die wollen mich doch verarschen. Und das? Warte. Also jetzt langt aber, ne? Okay, wir schicken mal alle nach innen und die Tiere auch nach innen. Ein Eisbär ist trächtig. Ja, jetzt geht's los hier. Guck mal, jetzt wird hier mal schön sauber gemacht. Ach so. Ja, genau. Alles schön sauber machen. Ja, hier ist ja die nächste Verteidigungslinie. Ein Meteorit, Alter, der war aber ziemlich nah. Komprimierter Stahl, warum auch nicht? Schön. So, der Sonnensturm ist vorbei, na endlich. Aber der giftige Niederschlag, der hält wahrscheinlich wieder Ewigkeit, ne? Da haben wir schon so viele Ressourcen verloren. Herdenwanderung, Riesenspinnen. Habe ich ja jetzt auch noch nicht gesehen. Aber ich glaube, denen werden wir mal guten Tag sagen, ne? Na toll, die kommen auch noch von hier. Egal, wir werden denen trotzdem einen schönen Tag bereiten.
Die marschieren komplett durch die Basis oder was? Feuer! Lauft! Rächt sich eine oder alle? Wieso schießen die nicht? Schneller! Natürlich praktisch. Okay, das reicht. Wo geht denn der Eisbär hin? Okay, ihr habt noch erstmal unbegrenzt. Bis ich hier irgendwie eine Vergiftung feststelle. Vergiftung, erste Anzeichen. Nicht sehr schön. Ein Großhändler. Oh, da müssen wir uns aber beeilen. Dr. Jod. Der flieht nämlich bestimmt direkt wieder wegen dem giftigen Niederschlag. Truthahn. Und eine Kuh. Holz. Komm, wir kaufen mal einfaches Holz. Eine Uranplattenrüstung. Trumbofell behalten wir. Nanofasern. Na komm, gehen wir mal weg. Den Stoff geben wir auch mal weg. Und das Flickleder auch. Essen. Sollen wir Essen kaufen? So viel Holz brauchen wir gar nicht, aber wir kaufen trotzdem so viel Holz. Ja doch, komm, wir kaufen mal ein bisschen Essen. Ein bisschen ist gut. So, was sind noch alle auf Tragen? Dann mal los. Ich hab doch gesagt, sind alle auf Tragen. Dann mal los. Wieso tragen die nicht? Na hopp. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas mehr Holz. Holz ist hier Luxus. Das darf man nicht vergessen. Hat jeder seine Waffe? Ja. Eine Rettungskapsel. 61. Ich hoffe, die behalten wir nicht. Wir wollen sie nur retten. Weil wir nett sind. Okay, jetzt setzen wir den Transport mal runter. Machen wir nochmal einen Reinigungstag.
So, wie sieht's mit Vergiftung aus? Erste Anzeichen, erste Anzeichen. Erste Anzeichen. Erste Anzeichen. Leute, Reinigungstag. Gut, wir haben minus 1 Grad. Wundinfektion, na super. Naja, die wird aber durchkommen. Ah, finde ich gut, Dino, dass du hier wieder schön alles sauber machst. Ich meine, das macht ja sonst keiner, obwohl alles machen sollen. Oh nein, die hat sich tatsächlich uns angeschlossen. Gut, sie kann, trägt keine Waffen. Sie ist aber gut in Pflanzen und Kochen. Tatsächlich auch ein guter Arzt. Dann setzen wir Dino beim Arzt mal was rund. Sie ist unser der beste Arzt, das gibt's ja nicht. So, sie wird aber unser Hauptkoch, würde ich mal sagen. So, kreativer Name wird kein Koch mehr. Dafür macht das jetzt Nein, ich wollte sie jetzt Dr. Blei nennen, aber das lasse ich jetzt. Was braucht man denn zum Kochen? Ja doch, komm, nehmen wir Sauerstoff, Dr. Sauerstoff. Ein Sauerstoff braucht man ja, um Feuer zu machen. Ja, jetzt komm, rutsch schon mal hier richtig hin, so. Dr. Sauerstoff wird unser Koch. Ne, kann ja auch hier Dings. Feldarbeit. Bergbau darf sie auch machen, wenn sie Bock hat. Kann sogar Handwerk. Was ist da denn los? Die kann ja mehr, als ich gedacht habe. Ich wollte sie eigentlich als Putzkraft einsetzen. Na gut, Reinigungstag ist vorbei. Denn hier so krass drauf? Konstruktion, kreativer Name hat ja fast Maximum erreicht. So, ich glaube, es wird Zeit, alle, dass alle mal ein bisschen drin rumhängen. Ja, jetzt sind natürlich alle untätig. Arbeitsbereich innen. Ach, weißt du was? Na toll, hier gibt's direkt Krieg. Spawn im Kriegsgebiet. Ey, weh, du machst den kaputt. Stirb. Gut. Die wurden alle angeschlagen, die haben aber das Geschütz ignoriert. Der schafft's auch nicht und dann fliehen die wieder, das ist ja süß. Von einem Geschütz, das ist echt ein bisschen niedlich.
Oh. Das ist aber nicht gut, dass die jetzt alle auf das Geschütz gehen. Die wollen ihren Bro rächen. Wer von denen ist denn der, der stirbt? Der stirbt? Der stirbt? 8 Stunden. 9 Stunden. Komm, du musst noch mal treffen. Den Falschen. Okay, die werden alle sterben. Aber hoffentlich bevor das Geschütz kaputt geht. Oh shit, der hat gesessen. Na komm schon. Geschütz, ich glaub an dich! Boah, scheiße. Komm schon, Geschütz. Kriegst das hin. Guck mal, die sind gleich Matsche. Du musst einmal vernünftig treffen. Nein! Ich brauche unbedingt Plastahlgeschütze. Alter, wieso liegt denn hier ein Revolver rum? Hier das nächste Geschütz. Scheiße, die haben, nehmen jetzt Deckung. Ich meine, wir könnten Verstärkung schicken. Das gibt's doch nicht, du musst doch nur treffen. Guck dir, die sterben hier doch weg. Komm schon, jetzt treff. Die bluten alles voll. Ne, wobei, die lasse ich drin. Meine, auf dem Weg nach unten, tatsächlich. Ziehen aus! Oh, ob der das schafft. Ha, geschafft. Gute Arbeit. Oh, was für eine Verschwendung an Ressourcen. So, hier muss ich aber noch den Boden glätten. Hier ganz wichtig auch. Die Wand. Nicht mehr inspiriert. Ui. Brauchen wir noch was zu essen? Ich meine, wir können immer was zu essen gebrauchen, ne? Die sind aber schnell. Entdeckung, es kommt. Sucht Schutz. Lol. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber gut. Hä, wieso essen die jetzt rohes... Na, ist mir egal. Wenn die meinen, rohes Fleisch essen zu müssen, sollen sie rohes Fleisch essen. So, ich brauche immer noch Stahl. Und Bauteile.
Gut, Dinum kloppt den Stahl hier raus. Problem wird es wahrscheinlich sein mit den ganzen Bauteilen. Hier sind noch Bauteile. Ich glaube, du brauchst was zum Anziehen, kann das sein? Minus 30. Okay. Eine Mütze oder so. Minus 38, probieren wir das mal. Okay, da war das andere besser. Mittlerweile auch so viele Geschütze hier liegen. Geschütze gebaut, dass wir eigentlich Unmengen an Strom wahrscheinlich verbrauchen für das. Hauptsache die Verteidigung steht, ne? Den machen wir weg. Müssten wir eigentlich auch anders verbinden. Hat er denn jetzt von so weit weg den Schiefer geholt? Wenigstens nutzen die schon die Tür. Oh, ich muss vor allem auch überall dann den Boden hinmachen, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ich würde aber sagen, sobald die Wände stehen, machen wir erst den Boden. Das ist ja eh ein viel zu großes Großprojekt hier. Ey, Dr. Jod. Hose verunreinigt, rohe Nahrung gegessen. Wieso essen die denn rohe Nahrung? Mein Freund. Ein Trumbo-Fellparker. Ach Herr Jemine, der wird aber teuer. Wehe, den versaust du, Dinom. Ohne Spaß, ne? Die schwarzen Sardinen auf der Durchreise. Irgendwann müssen wir mal eine Küche bauen. Brauchen aber mehr Nahrung. Das hier wird tatsächlich nicht reichen.
Das hier ist aber auch ein relativ großes Feld für Medizin. Gut, das pflanzen wir einmal und danach machen wir da Essen oder so. Würde ich sagen, machen wir hier oben Reis hin und hier unten Mais. Weil das ist am weitesten weg und Mais braucht am längsten. So, wo bekomme ich jetzt die ganzen Bauteile her? Jetzt kotzt doch nicht hier schön auf Dinoms Arbeitsplatz. Hä, was ist denn mit Jugulias los? Hä, was ist denn jetzt hier los? Ach scheiße, die Vergiftung. Die Vergiftung. Ach ja. Scheiße. Leute? Leute? Oh, jetzt bleibt doch mal stehen, Mann. So, wer hat hier jetzt noch... Alter, du hast den angezogen, eiskalt. Den Trumbofell-Parker. So, jetzt hol mal schnell ihn. Na, das gibt's ja nicht. Dr. Sauerstoff. Ganz vergessen, dass er hier noch der giftige Dingens ist. So, irgendwas mit 60, mit 50, 46, 77, 46. Probier du mal den hier. Oh. Na gut, dann sind ja alle gut geschützt. Ein Trumbofell-Parker, excellent. Alter, den hätte ich lieber verkauft. Wie viel ist der wert? Das war 1725. Und Dr. Sauerstoff gönnt sich den einfach. Baumwolle ist verrottet. Warum? Hey, du sollst doch deinen... Hä? Dr. Wasserstoff, Dr. Wasserstoff, was hast du da gemacht? Okay, also, wir gehen jetzt mal nach Dingens hier. Schießen 13, schießen 11. Hat einen... normalen Revolver. Dinom 7 und hat eine schlechte Maschinenpistole. Dr. Wasserstoff. 3. Sollte er eine Nahkampfwaffe haben. Hat einen üblen Revolver. Sauerstoff hat gar nichts. Nimm mal eine gute Pistole. Mit der kann man am besten trainieren. So, giftiger Niederschlag jetzt aber mal vorbei. Reicht jetzt, ne? Aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Das ist halt...
Die machen meine ganz schöne Verteidigung kaputt. Was für eine Ressourcenverschwendung. Die haben sogar eine Wand kaputt gehauen. Alter, jetzt greifen die ernsthaft meine Tür an. Anstatt die außen rumlaufen. Dafür stirbt der auch noch. Boah, ich krieg einen Affen. Bringt doch nichts, wenn du da schießt. Oh, hat tatsächlich getroffen. Der es noch schafft, der beeilt sich auf jeden Fall. Ah. Na gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!